Alte Bäume verpflanzt man nicht. Trotzdem müssen die rund 70 Bewohner des Seniorenhauses Matthäus in Winterhude sowie einer weiteren Pflegeeinrichtung der Diakonie in St. Georg umziehen. Wir werden in diesem Haus, in den beiden Häusern absehbar nicht so viele Fachkräfte finden können, dass wir das Haus inhaltlich gut und auch wirtschaftlich auskömmlich weiter betreiben werden können. Immer wieder schließen Hamburger Pflegeheime. Eine AWO-Unterkunft in Lockstedt, heute wohnen hier Flüchtlinge. Im Garstedter Weg in Niendorf leben Obdachlose. Trotz Lohnerhöhungen und Personalakquise im Ausland reicht es nicht. Zusätzlich erschwert die sogenannte Fachkräftequote die Lage. In Hamburg muss die Hälfte des Pflegepersonals aus Fachkräften bestehen. Jetzt lenkt die Sozialbehörde ein und will die Fachkraftquote absenken. Wir werden jetzt im Juli eine Drucksache in den Senat einbringen, die vorsehen wird, dass wir für Pflegeeinrichtungen guter Betreuungsqualität die Fachkraftquote absenken können. In zwei Schritten, je nachdem, ob eine Einrichtung eine gute oder eine sehr gute Betreuungsqualität hat. Und so davon versprechen wir uns natürlich auch, dass diese Einrichtungen dann eine höhere Auslastung erreichen können. Obwohl alle rund 140 Hamburger Pflegeeinrichtungen den gleichen Personalschlüssel haben, ist die Pflegequalität laut dem Hamburger Pflegekompass sehr unterschiedlich. Rund 40 gute Einrichtungen dürften künftig die Fachkraftquote auf 40% absenken. 20 sehr gute Heime sogar noch weiter, der Rest erst bei Vorlage eines schlüssigen Pflegekonzeptes. Die Herausforderung wird sein, die Pflegequalität trotzdem hochzuhalten. Ich glaube, dass wir mit den Fachkräften, die wir haben und mit den ergänzenden Kräften, die uns dann auch zur Verfügung stehen, auch eine qualitativ gute Pflege gewährleisten können. Gleichwohl setzen wir auch auf die Fachkraftquote. Das ist auch eine, die auch von uns seinerzeit gefordert wurde, um auch die Qualität sicherzustellen. Für die Bewohner der zum Jahreswechsel schließenden Heime in Winterhude und St. Georg kommt die neue Regelung allerdings zu spät. Viele leben ja sehr gerne dann auch in ihrem Quartier weiter, in dem sie vorher schon ihr Leben verbracht haben. Und wenn man dann auf einmal noch mal verpflanzt wird in eine völlig andere Einrichtung, ist es natürlich sehr schwierig für die Menschen, sich darauf wieder neu einzustellen. Zumindest für die Bewohner des Seniorenhauses Matthäus ist ein kleiner Trost, dass ihr neues Zuhause nur ein paar Straßen weiter liegt.